Ein Inselreich, mitten im Meer gelegen, gibt von einem Tag auf den anderen die Seefahrt auf. Verzichtet freiwillig auf seine Marine. Das ist ziemlich einmalig in der gesamten Weltgeschichte. Aber es macht Sinn. Der volle Erfolg dieser radikalen Reformpolitik gibt dem Shogun ja irgendwie recht. Der innere Friede wird von den Millionen her der furchterregenden Samurai gewährleistet. Und der Veränderung von außen wird einfach ein Riegel vorgeschoben. Wandel durch Handel findet einfach nicht statt. Und das Land, es blüht tatsächlich auf. Wer wie Miyamoto Musashi durch das Land des Shogun wandert, der geht über wohlausgebaute Straßen. Sie führen ihn nach Edo, das man heute als Tokio kennt, in die neue Hauptstadt des Shogun. Dort trifft man Menschen aller Klassen. Miyamoto Musashi sieht die Zeichen einer neuen Zeit. Wohin er auch sieht, überall ist Frieden. Und überall in den Straßen von Edo findet man die Läden der Kaufleute. Sie bedienen sich der modernsten Methoden der Buchführung und der Rechenkunst. Ihr Geschäftssinn ist weithin bekannt. Jeder Kunde, der in ihren Laden kommt, darf freundlichen Empfang und ein reiches Angebot erwarten. In diesen kleinen Läden beginnt der Aufstieg Japans zur Wirtschaftsmacht. Sie verkaufen Tuche und alle anderen Waren des täglichen Bedarfs. Dabei werden manche dieser Händler zu den Gründungsvätern großer Industriekonzerne. Die Zeit der Schwertkämpfer geht auf den Straßen von Edo ihrem Ende entgegen. Schon bald wird diese Stadt mit über 1 Million Einwohnern die größte Metropole der Welt sein. Edo ist das Symbol für die Macht der Shogune und das unbestrittene Zentrum des ganzen Inselreichs. Eine Großstadt, erbaut aus Stein, Holz und Papier. Bis zum Horizont reicht das endlose Häusermeer dieses heimlichen Weltwunders. Edo war eines der unbekannten Weltwunder. Aus den Briefen der ersten Europäer, die diese Stadt sahen, kann man ihr Erstaunen herauslesen. Sie beschrieben Tempel, Schreine, Lustgärten und Paläste. Es gab in Edo alles, einfach alles. Und doch ist diese wunderbare Stadt stets von Katastrophen bedroht. Überall stehen die Türme der Brandwächter. Sie halten Ausschau nach Brandherden, die in den Bauten aus Holz und Papier einen Feuersturm entfachen können. Dann gibt der Feuerwächter Alarm, um die Bürger zu warnen und die Feuerwehr zum Einsatz zu rufen. Oft aber kommt jede Hilfe zu spät. Es ist eine vergängliche Welt und die Menschen, die in ihr leben, sind sich dessen sehr bewusst. Jene angenehme Kultur der Zerstreuung, die zur selben Zeit in den Gasthäusern und Palästen entsteht, nennen sie die fließende Welt. Dort vergisst man alle Gefahren. Dort geht es um Schönheit, um Anmut und Poesie, um Genuss und Sinnlichkeit. Unter der Herrschaft des Shogun entsteht so eine raffinierte Welt des Vergnügens, eine ganz eigene Kultur des gesteigerten Genießens. Für die wenigen Reichen, die sich das leisten können. Mit Tanz, Plauderei und Gesang unterhalten die berühmten Kurtisanen ihre Kunden. Ihre ganze Erziehung zielt darauf ab, gefällig und unterhaltend zu sein. Ihre Fähigkeiten werden hoch geschätzt. Die Kultur jener Zeit wird Japan tief prägen, bis zum heutigen Tag. Auch wir haben heute noch was von dieser ganz eigenen Genusskultur, die sich über Jahrhunderte nur mit sich selbst beschäftigt hat. Und wissen Sie, was das ist? Ja, Sushi.
Das einfache Grundnahrungsmittel Reis wird deinen unendlichen Varianten verfeinert. Und das Auge isst mit. Dieser Slogan könnte wirklich von einem Shogun kommen. Und für den wäre es auch eine Horrorvorstellung, zum Tee kochen ein Beutelchen für 3 Minuten in heißes Wasser zu tun. Teezubereitung ist für ihn eine Zeremonie, ein heiliges Ritual. Es war das absolute Gegenteil zu einer Fast-Food-Kultur, das die Japaner in ihrer Weltabgewandtheit entwickelten. Die Entdeckung der Langsamkeit, die Entdeckung eines ganz eigenen, ästhetischen Lebensstils. Aber Sie wissen ja, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Damals war es dieses Schiff, ein amerikanisches Dampfkriegsschiff, das im Juli 1853 die Küste Japans erreichte, mit modernsten Kanonen an Bord. Die Botschaft war einfach: Handelt mit uns oder wir schießen. 1854. Im Hafen von Yokohama wartet ein amerikanischer Marineoffizier. In dieser Nacht soll er eine geheime Botschaft erhalten. Der Überbringer ist ein junger Samurai, der damit sein Leben riskiert. Denn noch immer ist es verboten, mit Ausländern in Kontakt zu treten. Höflich trägt er seine Bitte vor. Er wolle an Bord des Schiffes mit nach Amerika fahren. Dann übergibt er seine Botschaft. Er wolle von den Fremden lernen, schreibt der junge Mann darin. Für den Amerikaner, der ihn nicht versteht, bleibt diese Begegnung ein Rätsel. Wegen dieser Tat wird der junge Japaner wenig später festgenommen und von den Behörden des Shogun mit dem Tode bestraft. Geschickt hat ihn sein Lehrmeister, ein Samurai aus alter Familie. Sakuma Shosan ist ein eigenartiger, fast fanatischer Mann. Statt den Schwertkampf zu üben, studiert er heimlich westliches Wissen. Seit einiger Zeit hat er sich den Rätseln modernster Technik verschrieben, besonders der Elektrizität, deren Phänomene er mit Hilfe übersetzter westlicher Bücher gründlich untersucht. Den Maschinen, die er und seine Zeitgenossen dabei schaffen, widmet sich heute der Karakuri-Meister Higashino Sumuzu. Zahnräder und Getriebe setzen einen komplizierten Mechanismus in Gang. Ein Bogenschütze, ein Samurai, getrieben von einem Räderwerk. Er spannt den Bogen, visiert und trifft. Ausdruck und komplexe Bewegungsabläufe dieser Maschine aus dem 19. Jahrhundert erinnern an modernste Roboter. Auch wenn unsere Robotertechnik heute ausgezeichnet ist, sind diese alten Maschinen doch sehr schwer nachzubauen. Damals hatte man in Japan für diese komplizierten Mechanismen nur Holz, Bambus und ein wenig Metall. Das Ganze wurde von einfachen Federwerken angetrieben. Trotzdem sind diese Maschinen direkte Vorläufer unserer heutigen Industrietechnik. Sakuma Shosan lebt in einer Zeit des Übergangs. Die Herrschaft des Shogun ist schwach und die neuen Erkenntnisse lassen sich nicht mehr zurückdrängen. Shosan will wie viele andere Samurai mit Technik und Erneuerung Japan stärken. Dabei hat er sich viele Feinde gemacht. Sie wollen die alte Ordnung vor jeder Veränderung schützen. An einem warmen Sommertag im Juli 1864 geht Shosan seinem Ende entgegen. Er wird von einer Gruppe Samurai angegriffen und niedergeschlagen. Aber sein Tod wird die Entwicklung Japans nicht aufhalten. Seltenes Filmmaterial, gedreht nur 30 Jahre später. 1867 endet die Herrschaft der Shogune. Kaiserhaus und Beamte übernehmen die Macht. Japan gerät in Bewegung.
Im späten 19. Jahrhundert öffnete sich dieses verbotene Land. Es modernisierte und bewaffnete sich. Das bereitete den Weg für einen neuen Imperialismus. Die europäischen Mächte bemerkten gar nicht, dass Japan eine starke militärische und wirtschaftliche Macht geworden war. 1894. Japanische Truppen auf dem Vormarsch. Auf Geheiß des Kaisers und seiner Generäle beginnt die japanische Armee eine Reihe von siegreichen Feldzügen. Auf dem Festland kämpft sie gegen das chinesische Kaiserreich um die Vorherrschaft in Korea, das zur japanischen Kolonie wird. Überall bleiben die Waffen der Japaner siegreich. 1905. Die hochmoderne japanische Flotte kämpft auf hoher See gegen die Marine Russlands. Sie siegt durch Torpedos und überlegene Geschütze. Es ist ein wichtiges Zeichen für die Zukunft. Aus einem Heer von Samurai ist eine moderne Armee entstanden. Die Industrialisierung hat längst das ganze Land erobert. Immer mehr Fabriken entstehen, bis Made in Japan zum Begriff wird. Die Suche nach knappen Rohstoffen, nach einem Reich in Übersee, führt die Japaner zu immer weiterer Aufrüstung und zur Militärherrschaft. Langsam gewinnt das Land das Angesicht eines totalitären Regimes. Der grausame Eroberungsfeldzug auf dem Festland gegen die chinesische Mandschurei wird im asiatischen Teil des Zweiten Weltkriegs münden, mit all seiner sinnlosen Zerstörung. Und Zerstörung der alten gesellschaftlichen Ordnung, das sind im 19. Jahrhundert die sozialen Folgen des Kontakts mit dem Westen. Die Macht der Shogune ist nun Geschichte. Ebenso wie ihre Politik von vorgestern, die Politik der Abschottung. Und wenn sich die Grundlagen einer Gesellschaft so radikal ändern, dann wird auch das, was von der Tradition noch übrig bleibt, entweder ein Fall fürs Museum oder es wird falsch. Diese jungen Männer sind sozusagen gefälschte Samurai. Gefälscht deshalb, weil ihre Generäle ihnen nur eingeredet haben, dass sie Opfer so edel sei wie das der alten Schwertkämpfer, die wenigstens daran glaubten. Samurai, das ist nur noch ein Propagandawort. In einem längst verlorenen Krieg sollen sich diese Kamikaze-Flieger auf amerikanische Schiffe stürzen. Die Generäle rufen ihre Soldaten zum kollektiven Selbstmord auf. Wirklich menschenverachtend. Ist das der Weg der Erkenntnis, den einst der erste Samurai empfahl? Zwei Atombomben beenden im August 1945 endgültig den Irrsinn des Weltkrieges. Und es scheint wie eine grausige Revanche der Geschichte. Der Weg in die Isolation.